Hey und herzlich willkommen zu einem neuen Orakel hier auf meinem Kanal. Hier ist wieder euer Stürmi und heute die Partie Bayern gegen Mainz. Ja, wir starten mal rein hier. Der große Moment ist da. Bayern haben unter der Woche gegen Lazio gespielt, 3-0 gewonnen. Das müsste ja ein Aufschwung sein, eigentlich. Also ich schätze mal, was sage ich denn, ein 2-1 für die Bayern. Ihr könnt ja wie immer eure Tipps in die Kommentare schreiben, aber das sage ich ja immer wieder. Ja, da würde ich sagen, wir starten rein. Willkommen zu diesem Spiel heute Abend. So, ich darf Sie herzlich begrüßen. Die erste Hälfte spiele ich mit Bayern und zweite Hälfte mit. Und wir freuen uns auf ein Spiel in der Bundesliga. Bayern München. Und ich sehe gerade einen Augenblick. Hat sich irgendwie verstellt. Okay. Sorry für die Unterbrechung. Also über das Spiel wurde natürlich so, ich weiß auch nicht, warum sich das immer verstellen tut. Kann ich euch nicht sagen. Vielleicht könnt ihr mir das sagen. Ist eine sehr interessante Begegnung, ohne Frage. Oh, ich glaube, ich muss gleich niesen. Im Tor ist Entschuldigung. Oh je. Mit Thomas Müller. Boah. Und der einzige Stürmer ist Harry Kane. Ach. Tolle Parade, da lag das frühe so. Tor hier in der Luft. Ich hoffe, dass ich jetzt nicht mehr niesen muss. Den nächsten Angriff könnte also die nächste Chance werden. So geht der FSV Mainz. Ja, die Bayern, die dürfen eigentlich jetzt nicht mehr verlieren, falls noch irgendwie. Oh, ich glaube, das wird ganz eng. 10 Punkte Vorsprung, Leverkusen. Musiala. Ja. Jetzt müssen Sie aufpassen. Kane könnte die Führung. Was? Wieso? Aktion geht weiter. Ja, Musiala. Tor dieser Partie und jetzt ist die Freude natürlich groß. Ja. Oh, mir kribbelt die Nase immer noch. Fans bei den Spielern. Ja. So, 1-0 für Bayern. Sieht doch schon mal gut aus. Wir schauen noch mal kurz auf die Wiederholung dieser Szene. Sie spielen den Ball zurück. Aufstellung habe ich nicht viel getan. In Verteidigung habe ich Dyer und De Ligt. Rechtsverteidiger habe ich Kimmich genommen. Jetzt wollen sie die Abwehr irgendwie aushebeln. Oh, viel Platz jetzt. Wichtig, dass man hält, aber die Chance natürlich da. Neuer wie ein Tier. So, Eckeball für die Mainzer. Der Befreiungsschlag. Oh, das war scheiße. Nadim Amiri. Oh. Der wäre gut gekommen, aber der Schuss wird abgeblockt. Geh weg! Sie machen da schön Druck. Ja. Komm, durch. Geht jetzt in die Mitte. Oh nein. Da passt er auf, Ball geklärt. Och, ich weiß nicht, was ich mit meiner Nase habe. Exzellentes Dribbling, klasse Szene. Oh oh. Oh oh. Oh. Super Parade von Glück gehabt. So, hier die Luft, Kimmich. Für mich ist Kimmich sowieso ein Rechtsverteidiger und kein defensiver Müller Mittelfeldspieler. Auch wenn er das immer sagt, er wird. Nein! Was habe ich gemacht? Aber der Ball ist weg. Auch wenn er sagt, er wäre defensiver Mittelfeldspieler, also. Ich bin mal gespannt, was mit dem, ob sie den wirklich verkaufen. Würdet ihr ihn verkaufen? Die Bayern machen ihr ein gutes Spiel. Gleiches Pause. Sané. Aussieht, werden sie wohl mit einer knappen Führung in die Pause gehen. Es ist eine. Oh! Er pariert, aber der Ball bleibt im Spiel. Oh, Zentner, Junge, Junge. Aber die Parade eben, die war Sensation. Ich glaube und ich gehöre auch dazu, viele haben den Ball schon drin gesehen. Ja. Ja. Nur Müller. Müller. In der Mitte Sané. Ah, den hätte er machen müssen. Ach, Sané, Junge. Das war's für den ersten Spielabschnitt. Wir freuen uns. Ja, das war die erste Halbzeit. 1-0 für Bayern. Sieht ja schon mal gut aus. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns nach der Halbzeit. So, herzlich willkommen zurück zu der zweiten Halbzeit. Bayern führt 1-0 nach der ersten Halbzeit. So,
gucken, ob Mainz was dagegen machen kann. Nadim Amiri. Ach. Das habe ich schlecht gemacht. Goretzka. Kane ist das. Kane, der Harikane. Thomas Müller. Joshua Kimmich hat den Ball. Joshua. Der arrogante Joshua. Wer findet ihn auch arrogant? Ach, einfach nach vorne, oder? Ich glaube, er war ein bisschen zu viel, oder? Keine gute Aktion vom Torhüter. Thomas Müller jetzt. Was denkt ihr, wird Leverkusen diesmal Meister? Mainz kann über außen kommen. Das würde mich mal interessieren, was ihr meint. Aber ich denke schon. Oh! Ja, sie können erstmal klären. Weg! Er verliert die Balance nicht. Gute Körperbeherrschung. Neuer. Erstmal Gefahr bereinigt. Ja gut, Mainz muss aber auch gewinnen, dass er. Ja. Ich weiß gar nicht, wie schlimm die da unten drin sind, mit wie vielen Punkten. Oh. Das war schlecht. Gut gehalten, weiter gefährlich. Wie ich eben gesehen habe, spielen die mit einer Dreierkette hinten. Aus diesem Angriff können sie also nichts machen. Kruder, wer ist denn Kruder? Ja, das könnte was werden jetzt. Chance zum Nein, ich wollte nur rüber... Ups. Kane. Vielleicht sollten sie ihn runternehmen. Die Verletzung macht es doch zu schaffen. Jetzt Müller. Guter Angriff jetzt. Sie kommen. Sie wirken da sehr druckvoll. Abwehr muss aufpassen. Ja, machen Sie gut. Stören früh. Da haben Sie den Ball. Macht das ganz sicher. Oh, was mache ich denn? Klasse gemacht. Stark geblockt. 6 Minuten sind noch zu gehen. Oh, ja. Es war wohl nix. Dann ist die Sache erledigt, dann gibt's eine Niederlage. Wieder sehen Sie. Der ist drin und damit gehen Sie hier kurz vor Schluss mit 2 Toren in Führung. Verdammter Mist. Okay, 2-0. Wenn ich jetzt noch ein 1-0 ein Tor mache, dann könnte es passen, was ich sage. Aber ich glaube, das geht nicht mehr. Also, wenn er so hingeht, was soll der Schiri machen? Gelb für die Aktion. Boah. Abwehr muss so langsam aufpassen. Weiter dieses Dribbling. Ach. Liebe Zuschauer, schade. Schlusspfiff, das Spiel ist aus. Bayern München hat sich den Sieg geholt. Verletzung Musiala, oh je. Ja, Orakel sagt hier 2-0, ich sage 2-1 für die Bayern. Wie immer, denkt dran, eure Tipps in die Kommentare. Wir sehen uns beim nächsten Orakel oder Video oder sonstiges. Bis zum nächsten Mal und auf Wiedersehen.